Herzlich willkommen, es geht weiter mit Lufia. Herzlich willkommen, meine Zuschauer und meine lieben Zuschauerinnen. Zuschauerinnen hätte. So, bevor wir aber mit Maxim weitermachen, machen wir heute etwas Besonderes, denn der schlaue, aufmerksame Typ, sag ich mal, hat bestimmt schon gemerkt, hey, wer ist der Speicherstand denn dann da rechts? Ja, der hat tatsächlich was zu bedeuten. Nämlich, da würde ich euch unbedingt gerne etwas zeigen. Wir sind gerade in der Rubinhöhle mit diesem Speicherstand und ich habe da eine andere Waffe. Ah, ich sag mal nichts. Ich zeig euch es einfach mal, weil ich glaube, das Zeigen wird es einfach am besten sein. Ich glaube sogar, ich bin für das Level jetzt schon ein bisschen unterlevelt. Also, ja, müsste sein. Trotzdem möchte ich euch was zeigen. Da versuche ich den richtigen Gegner. Genau, der war, glaube ich, gegen Feuer empfindlich. So, jetzt guckt euch mal an. Also, guckt euch mal den Angriff von Maxim, beziehungsweise von dieser Figur, die jetzt Rache heißt, an. Einfach nur hingucken, wie viel Schaden der macht an den ersten Skeletor. So, es fängt euch an. Und jetzt. Bam. 154. Habt euch nicht verguckt oder so. Der hat 100, über 150 gemacht. Einfach nur so. Zack. Nochmal 150. Habt ihr das gesehen? So, schaut euch das mal. Ja, wie ist das zu erklären? Vielleicht zeige ich es euch einfach. Der Feuerdolch. Ey, ich wollte eine Beschreibung sehen. Ein Dolch mit der Kraft des Feuers. Dreimal stärker, nicht 1,5, dreimal stärker als die Wutattacke, als die normale Attacke, wirksam gegen feuerempfindliche Gegner. Ja, wenn ich den gehabt hätte, dann wäre diese verdammte Spinne kein Problem gewesen. Die wäre kein Problem gewesen. Ich sag's euch, das ist so einfach gewesen. Ah, ich ärgere mich zu Tode. Und wahrscheinlich, ja, okay. Wahrscheinlich wisst ihr schon längst, wo es diesen Dolch zu finden gibt. Vielleicht mal gucken, wie kreativ ich bin. Vielleicht lasse ich hier so einen kleinen Flashback einblenden. Aber vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich vergesse ich das. Aber wäre cool, wenn ich jetzt so einen Rückblick machen will mit Schwarz-Weiß und so. Oh, das ist Liana! Und drei Truhen! Die würde ich haben! Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass wir... Ach, wie hieß der nochmal? Wie hieß der Typ denn mal, den wir da... Kamu hieß der, ne? Dieses Insektenfieder. Dieser Kamu, der da die Schwester oder Freundin von unseren... Wie heißt er nochmal? Oh fuck, ich weiß nicht, wie der heißt. Guy, natürlich Guy, ach Gott. Guy, entführt hat. Und da waren wir ja oben am Turm, haben wir ihn da gestellt. Und da habe ich, glaube ich, noch selber gesagt, oh, da sind zwar ein paar hübsche Truhen hinter ihm. Mhm. Die waren auch hübsch. Nur, ich habe vergessen, die zu öffnen. Beziehungsweise man kann die ja eigentlich nicht öffnen. Aber, nachdem man wieder in, wo war das, Chromito oder so, keine Ahnung, wo wir da waren, gelandet sind und dann wieder zu dem Turm hingehen kann. Also man kann wieder zu dem Turm hin und kann den erneut ersteigen. Ersteigern, ja klar, wir ersteigern den für ein paar Goldmünzen, besteigen kann und dann kann man da wieder hoch und dann die Truhen öffnen und da war unter anderem der schöne Feuerdolch drin und glaube noch irgendwas Geiles, ein Ring oder so, ein richtig geiler Ring. Wow, da habe ich mich, da im Nachhinein habe ich mir das, also ich habe wirklich nachgeguckt und dachte mir, wieso ist diese Tarantel so obermächtig, das kann ja nicht sein. Oh ja, und das habe ich ein bisschen nachgeguckt und da hat sich herausgestellt, dass ich irgendwie voll der Vollidiot bin, der irgendwie verdammt den Dolch nicht hat und deswegen da echt Probleme hatte. Also, natürlich bin ich jetzt auch nicht der größte Spieler, aber trotzdem war das ordentliche Probleme. Bisschen ärgerlich. Naja, mehr wollte ich eigentlich auch nicht zeigen. Wir können auch nochmal den einen Schlag von Maxim hier sehen. Zack! 148, das ist ja krass. Und die Wutattacke ist dreimal stärker. Dreimal, das heißt ja dreimal 150. Das müssten dann 450 oder so sein. Krass. Naja, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, einfach mal wieder im Ladescreen. Davon merkt ihr eigentlich gar nichts, also bis gleich. So, diesmal nicht beim Titelbild wie sonst, nämlich wieder hier, wie ich gerade gesagt habe, im Hauptmenü oder so. Und jetzt machen wir mal den richtigen Charakter weiter mit Maxim. Nachdem wir uns so gequält haben. Und das allererste, was wir machen werden, ist leider diesen Feuerdolch holen.
den will ich haben, es sei denn, dann verkaufe ich den oder sonst irgendwas. Aber da war noch irgendwas anderes Geiles drin, das will ich unbedingt haben. Aber wir sind direkt hier, genau hier, der Turm in Tanbil war das. Dann werden wir das als allererstes machen, aber ich will eben gucken, ob wir auch ausgeschlafen sind. Ja, das sind wir, gut, dann laufen wir leider diesen Turm nochmal hoch, das müsst ihr leider miterleben, weil mir das sowas von egal ist. Ich weiß sogar noch, wie das Rätsel hier, wie die Rätsel hier funktioniert haben, weil ich es eben noch vor kurzem noch eben nochmal gemacht habe. Ich hatte nämlich genug Zeit dazu, nämlich ich kann ein bisschen erzählen, also meine Woche war, also es ist leider wieder eine Woche vergangen, aber es hat auch einen guten Grund. Wollte ich eigentlich mal kontinuierlich machen und ja, da gab es ein Problem, denn ich hatte glaube ich 1,5 Wochen kein Internet und das ist ziemlich ätzend. Das ist wirklich ziemlich ätzend. Das ist richtig ätzend. Es ist einfach nur ausgefallen, dass irgendwelche Leitungen oder so in der Straße bei uns ist irgendwie ausgefallen und dann muss ja alles irgendwie gedauert, bis es irgendwie wieder funktioniert oder so. Ist auch vollkommen egal, aber es war echt unangenehm. Da kam, also ich habe mich jetzt nicht wirklich. Ja, es ist irgendwie kam schon irgendwie ein Entzugsgefühl schon rüber. Aber es ist schon schlimm, wenn man merkt, wie abhängig man eigentlich ist. Weil ich habe echt in diesen 1,5 Wochen gemerkt, wie abhängig eigentlich man wirklich ist vom Internet. Also ich zumindest. Und ich so unglaublich viele Sachen nicht machen konnte, die ich sonst eigentlich für ganz selbstverständlich gehalten hatte. Das war sehr schockierend und erschreckend. Vielleicht solltet ihr euch da draußen auch mal ein bisschen das bewusst werden lassen. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das so ein bisschen durchgeht. Was man nicht alles machen kann, wenn das Internet plötzlich weg wäre. Was würde uns dann alles fehlen? Das ist eine ganze Menge. Aber genug von diesem Geschwafel hier. Dementsprechend war es eigentlich eine relativ, ja nicht langweilige Woche, aber etwas, ich war total unmotiviert. Ich weiß auch nicht, total, wahrscheinlich diese Entzugsgefühle, total unmotiviert, deprimiert war ich zum Teil auch, ey, oh, voll nervig ist das. Ah! Jedenfalls habe ich dann hier noch, ich habe das vorher noch erfahren mit dem Feuerdolch und habe ich noch kurz, einen zweiten Spielstand geladen und auch hier doch schnell durchgespielt, war ja nur 2,5 Stunden oder so, wie ich das gesehen habe. Und das mal nachgegucken, das war dann tatsächlich so. Ah, naja, ziemlich ärgerlich, aber was soll's. Ah, besser die Farbe im Klo als die Scheiße im Malkasten. Oder Malkasten nennt man das ja. Ja, Malkasten. Oder? Ich finde schon. Lieber die Farbe im Klo als die Scheiße im Malkasten. Das ist doch ein geiler Spruch. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Den habe ich irgendwo gelesen, glaube ich. Egal. Quatsch, ich habe den selber erfunden. Was rede ich denn da? So, ich habe jetzt nicht aufgepasst, wo ich hingelaufen bin. Aber ich glaube, ich bin ganz richtig hier. Ich glaube, die müssen wir. Warte mal, das waren. Ich glaube, die waren gegen Feuer empfindlich. Kampfkrabben. Ja, ich glaube, das war ganz gut. So, zack. So, dementsprechend habe ich auch wieder wirklich alles wieder. Ja, nicht alles vergessen, aber ich war schon gar nicht mehr wirklich. Nö, ich bin ziemlich raus, leider. Aber das ist ja bis jetzt jedes Mal so gewesen. Von da ist es auch vollkommen egal. Was ist denn sonst passiert? Ja, und ja, das war nicht ganz uninteressant. Ist es vielleicht, dass ich es wirklich mir selber nicht gefallen hat, es mir selber nicht. Aber ich bin mittlerweile ein Jahr auf YouTube, was ja nicht was Besonderes ist, aber es ist bemerkenswert. Ich wollte eigentlich so ein kleines Special an den Tag hochladen, aber da hatte ich kein Internet. Das hat mich am meisten geärgert. Ich wollte eigentlich an den Tag, an dem ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen hat, wollte ich eigentlich noch ein Jahr lang schon da oder so Video machen, aber konnte ich nicht. Beziehungsweise, ich hätte es schon machen können, aber ich hätte es nicht hochladen können, das ist das Problem. Aber ich glaube, ich wollte es auf jeden Fall machen. Also, nee, eigentlich mache ich da noch. Ich glaube, ich mache da trotzdem nochmal eins extra zu. Wo ich dann nochmal alles sage. Ich habe da so ein paar Sachen, die da mir nicht so gefallen. Also, sage ich so mal, mit mir selber eigentlich nur. Die ich aber eigentlich da schon alles anspreche. Hauptsächlich geht es einfach darum, dass ich, für das zweite Jahr eigentlich mehr so Sachen vorgenommen habe, wie zum Beispiel, dass ich eigentlich die Sache hier ein bisschen ernster nehme und ein bisschen wirklich, ja, versuche, ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Das habe ich schon so oft gesagt und bis jetzt nie so wirklich geschafft. Das habe ich aber jetzt wirklich vor, im neuen Jahr 2013, werden wir das mal hinkriegen. Zum Beispiel, was mich zum Beispiel ein bisschen ärgert, ist immer noch, das war eigentlich mein allererstes Let's Play, hier Skyward Sword, habe ich nach einem Jahr immer noch nicht durch. Und das Schreckliche ist dabei, dass ich
nicht im entferntesten irgendwie in der Nähe davon bin, es durchgespielt zu haben. Ich bin, glaube ich, bei Part 50 oder, nee, bei 55 oder sowas und haben gerade mal den zweiten Dungeon durch, nach einem Jahr. Das ist natürlich sehr schockierend. 6.15 Uhr ist es jetzt, die Tür öffnet sich, wenn die Zeit auf 9 hetzt. Gut. Das ist so die Sache, die mich ziemlich schockiert und mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Schon vorher, aber das sind solche Sachen. Ah, komm, jetzt wiederhole ich alles. Das werde ich alles nochmal in diesem einzelnen Video extra nochmal sagen. Das muss ich unbedingt ändern, weil das kann ja nicht sein. Dann wollen wir auch von diesem Thema weglassen, sonst weiß ich schon nichts mehr, was ich Neues erzählen kann in diesem einen Video. Von daher, wir sollten auch langsam mal da sein, glaube ich, oder? Ich glaube, wir sind schon gleich da. Wo muss ich jetzt hin? Ah ja, okay. Ja, genau, jetzt sind wir an der Spitze. So, hier hätten wir eigentlich einfach nur zurückgehen können, das Türchen aufmachen können und einfach hier reinlaufen können. Hier sind noch ganz normale Monster. Da habe ich damals schon gewundert, warum die hier rumlaufen, aber die haben auch irgendwie keine Bedeutung. So, hier ist auch niemand mehr, obwohl die Musik das irgendwie andeutet, keine Ahnung. Und da sind diese schönen, schönen drei Truhen, die ich vergessen habe zu öffnen. Fangen wir mit der hier mal an. Eine Perlenkette. Cool. Und hier drin ist der Feuerdolch. Da ist er. Da ist der Feuerdolch. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel bringen. Denke ich jetzt einfach mal, sonst wäre das ziemlich krass. Ah, es ärgert mich schon. Das ärgert mich schon. Und was ist hier drin? Die Kamor-Rüstung. Okay, ich glaube, die Perlenkette war das, was ich meinte, was auch noch ziemlich geil war. Dann rüsten wir das alles mal aus. So, der Feuerdolch ist, glaube ich, stärker als das Kukri. Yep, nur ein bisschen gering. Ah, und doch, die Abwehr steigt. Oh, alles steigt hier ein bisschen. Ist doch super. Und die Kamor-Rüstung können wir mit Maxim gar nicht tragen. Dann gucken wir mal mit hier. Die kann die auch nicht tragen. Okay. So, die Perlenkette. Ich meine, das war ziemlich cool gewesen, oder? Abwehr bis um 2. Int steigt um 10. Int ist ja gut, weil die hauptsächlich mit Magie angreift. Nee, okay. Dann war... Okay, dann mit den anderen Speicherschränken hatte ich ja irgendwie noch Schrottteile an. Dann war da eine deutlichere Steigerung. Wahrscheinlich deshalb. Das war nämlich ziemlich eine ziemlich heftige Steigerung. Und, Beispiel Tier wahrscheinlich... Was hatte Tier vorher an? Hab ich gar nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was die vorher anhatte. Ich glaube, den Armreif, den hatte ich, glaube ich, vorher nicht mit einem anderen Spielstand. So, dann kann der Guy die tragen. Irgendwann konnte die tragen, ja genau. Oder war das das geile Ding? Ich weiß es nicht. Das ist aber ziemlich nice. Das ist ziemlich cool. Und die Zornattacke ist, gibt allen Kämpfern 25% der maximalen KP. Das ist alles wieder zurück. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich habe, glaube ich, auch schon ausprobiert. Die hört sich nicht schlecht an. Und ich glaube, von der Umsetzung her war die auch nicht so schlecht. Weil eben alle kriegen 25%, was gar nicht mal so schlecht ist. Also wenn Guy heilen, also so kann jetzt ist es weg. Zumindest etwas, was ist etwas heilen, immer ein Viertel, das ist doch schon mal etwas. So, warte, wir können ja nicht irgendwie einfach rausgehen, indem wir hier Flucht benutzen oder so, dann wird ja auch irgendwas in diesen einen Part, der wahrscheinlich schon zur Hälfte angelaufen ist, wahrscheinlich, nee, der ist glaube ich schon vorbei, dass wir auch irgendwas noch Sinnvolles schaffen. Haben wir keine Flucht? Ich habe bestimmt gekauft. Ich bin schon wieder vorbei wahrscheinlich. Da ist er. Dann benutzen wir den direkt mal. Bling! Oh, jetzt kommen wir hier raus. Das ist natürlich doof. Naja, egal. Wieso kommen wir denn von der anderen Seite raus? Das gibt doch gar keinen Sinn. Wir sind ja zuletzt hier rausgekommen. Oder? Ach, ist auch egal. So, dann war das hier Klametto, ne? Genau, da haben wir den Apfelrubin für teures Geld verkauft. Das eigentlich nur eine Kopie war und das an den Typen verkauft, wieder das Geld an den Hersteller gegeben, dessen Name mir absolut jetzt nicht einfällt. Das tut mir schrecklich leid. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir beim letzten Mal irgendwie eingekauft haben oder sonst irgendwas. Das weiß ich nicht mehr. Deswegen lasse ich es lieber, bevor ich es doppelt mache. Wahrscheinlich, wenn wir im nächsten Gebiet landen müssen, können wir eh wieder neu einkaufen. Deswegen bringt das alles gar nichts. Ich sehe zum ersten Mal, dass Tia blaue Haare hat. Meine Fresse. Stellt euch doch mal... Obwohl, blaue Haare... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Mädchen mit roten, also gefärbten, knallroten, was ziemlich... Wow, das sieht sehr... Das steht sehr wenigen. Dann habe ich auch mal pinke und grüne. Grüne Haare finde ich ja ganz krass, also sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber so blaue Haare habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Außer bei Karneval oder so. Ah, leider jeder blaue Haare. Zwar nicht nur die Haare.
Gut, ich denke mal, wir müssen hier lang. Ach, der hat genau... Ah ja, genau, der war ja der Besitzer von diesen... von dieser Anlage, sage ich mal, und hat uns jetzt wahrscheinlich die Erlaubnis gegeben. Irgendwie so war das hier. Ihr dürft passieren. Ja, irgendwie sowas ähnliches war da. So, wir sind auf der anderen Seite. Dort geht's nach... genau nach Pandoria. Daran kann ich mich noch erinnern, nach Pandoria. Ich glaube, Pandoria war cool. Da war was. Da war irgendwas ziemlich Cooles. Oh, ein Schloss. Ach, sag. Kein Wunder, das muss cool sein. Pandoria.